Willkommen bei Evelyn on the Road. Ihr seht schon, das ist nicht der Originalton, weil leider hat es nicht funktioniert. Aber egal, ich mache hier die Nachvertonung. Heute fahren wir, das sind ich und die Ladybiker, zum Fahrsicherheitstraining, welches wir gebucht haben. Das ist ein 3 Stunden Intensivtraining. Dazu fahren wir auf einen Parkplatz, wo MFT, so heißt die Firma, Motorradfahrtechnik, mit dem Philipp dann das Training mit uns macht. Ja, und hier ist mal das große Ankommen. Es war noch in der Früh und es war trotzdem schon relativ warm. Gabi ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Hallo Gabi! Und ja, hier sind schon mal die ersten Hütchen aufgebaut. Und ein bisschen nervös war ich, weil ja, ist doch mein Motorrad erst seit 2,5 Monaten, dass ich es habe. Bin 3000 Kilometer gefahren und war recht gespannt, was mich da erwartet. Hier seht ihr unseren Instructor Philipp, der ist von der Polizei und bildet dort auch die Motorradpolizei aus, der uns mal vorzeigt, wie klein so Kreise möglich wären mit einem Motorrad. Ja. Haben wir nicht ganz so geschafft. Aber ja, immerhin nicht schlimm. Okay, so klein geht eine Kurve, wenn man es theoretisch gut kann. Gemeint ist natürlich, wenn man es praktisch gut kann, so wie der Philipp. Ja, und dann ging's los. Wir haben zuerst mal so einen kleinen Parcours gemacht, schön der Reihe nach, mit ein paar engen Kürflein und ja, da haben wir uns erstmal rumprobiert. Ich hatte zum Vorteil, ich war schon ein bisschen länger mit dem Motorrad unterwegs. Ein paar andere Ladybiker haben es erst an diesem Tag aus der Garage geholt. Und ja, ist vielleicht nicht gerade ein Vorteil, wenn man dann gleich zum Training fährt. Beziehungsweise eigentlich ist es auch egal, weil der Philipp sagte, genau das sollte man auch als erstes tun. So ist es nun mal. Ja, und hier seht ihr schon vorne, da ist der Co-Instructor. Das ist der Papa von Philipp. Und um den herum machen wir diese enge kleine Kurve und der hat immer noch ein bisschen zugerufen, was möglich ist, was machbar ist und war auch ein bisschen dabei, falls eine so leicht ins Kippen geraten wäre, dann hätte er da mitgehalten. So, hier mein erster Versuch, der noch relativ unbeholfen war, aber auch nicht so ganz, ganz schlecht. Also ich habe dann später das noch richtig gut hinbekommen und habe da einen riesen Zuchitzer abgelassen. Ja, und dann war hier die Hütchenpartie und also die Slalompartie und noch viele weitere Dinge, die da gekommen sind. Wir haben uns also die ganze Zeit immer ein bisschen gesteigert in den Übungen und auch in den Längen dieser Runden, bis wir dann schlussendlich den ganzen Parcours gefahren sind. Und nachdem man da ja permanent dran ist, mit Kupplung und Gas zu spielen, ist das ziemlich in die Hände gegangen. Also mir sind da echt nach einer Weile, sind mir wirklich die Hände eingeschlafen. Man durfte da natürlich auch währenddessen immer wieder mal ein Päuschen machen, stehen bleiben. Jeder muss natürlich selbst einschätzen, okay, kann ich jetzt weiterfahren oder nicht. Mich hat der Ehrgeiz ziemlich gepackt. Ich bin da ziemlich stramm durchgefahren. Ein, zweimal eine Klopause, aber ansonsten habe ich echt die Zeit nützen wollen. Und ihr seht schon, da hier zwischen diesen Hütchen muss man dann durch und auch die Blicktechnik dann richtig führen. Das ist das A und O. Jeder, der Motorrad fährt, weiß, darum geht's dann. Und ja, hier habe ich dann auch schon ein bisschen versucht. Man sieht die Blicktechnik bei mir natürlich nicht, weil die Kamera bei mir fix auf der Lenkstange montiert ist. Also mit dem Kopf mache ich da was anderes als mit der Kamera. Aber das ist mir dann immer ein bisschen besser gelungen, vor allem nach der ersten Pause und dann die erste Aufregung sich gelegt hat. Und ich habe dann auch teilweise dann auch schon versucht, bei den Kurven, bei den engen Kurven nicht nur zu drücken, sondern auch mit dem Popo ein bisschen das Gewicht zu verlagern. Das habe ich jetzt bei diesem Motorrad noch nie gemacht. Ich hatte ja bei der Kawasaki davor schon mal so ein Training, wo wir ausgiebig das Drücken geübt haben und das hat unglaublich viel gebracht. Darum bin ich mit der natürlich auch sämtliche Pässe gefahren. Aber mit diesem Motorrad habe ich das natürlich noch nicht so professionell geübt. Und wie gesagt, das mit dem Popo hin und her rücken, hier überhaupt das erste Mal. Und ich bin erstaunt, wie einfach das eigentlich geht und wie unglaublich viel das bringt, wenn man mal wirklich so ein bisschen gröber in die Kurve reindrücken möchte.
Also das hat richtig Spaß gemacht. Ich war echt stolz auf mich. Ihr seht hier schon, der Parcours ist recht lange. Das ist erstmal so, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, das ist wieder der Co-Instructor, der immer so ein bisschen Anweisungen und Motivationsrufe gegeben hat. Das war ganz nett. Und wir haben dann später nach diesem langen Parcours sind wir dann Achter gefahren. Davon hat dann Gabi ein Video gemacht. Das blende ich später ein, diese Achterfahrerei. Und das war richtig krass, das ist mir echt gut geglückt. Ich bin da mächtig stolz auf mich, dass ich diese Achter so gut gefahren bin. Sogar mit dem Poporücken, da ist dann der Philipp gekommen. Und ich habe da noch ein bisschen zu sehr geruckelt mit dem Gas und habe mir dann Tipps gegeben, wie ich das Gas ruhiger halte. Ich muss bei denen noch gar nicht so extrem mit dem Popo hin und her, sondern ich kann da einfach nur durchdrücken. Und das hat dann echt was gebracht, erstaunlich viel. Ich werde die nächsten Tage die Übungen gleich nochmal auffrischen und gleich nochmal nachüben. So, jetzt kommt hier nochmal dieses enge Teil. Jetzt weiß ich gar nicht, ist es mir hier gelungen? Ja, hier ist es mir gelungen. Also ich glaube, im Originalton habe ich hier gerade mal so einen Tschuhu rausgelassen. Somit sind wir wieder am Anfang vom Parcours. Also wieder das Slalom, wo ich losgefahren bin. Und das Ding war, ich habe natürlich die Kamera hier laufen lassen müssen, weil ich musste immer auf eine gute Gelegenheit warten, hier ein- und auszuschalten. Und ich war so dermaßen konzentriert auf das Fahren, dass das natürlich nicht immer möglich ist. Ja, ihr seht schon, wir waren da alle hochkonzentriert. Und das Wetterchen war einfach perfekt. Es war sogar ziemlich heiß, muss ich sagen. Also wir haben der Reihe nach uns die Schalen drunter ausgezogen unter den Motorradjacken, weil wir echt geschwitzt haben. Aber vermutlich auch vor lauter Konzentration. Also es war einfach ein perfekter Tag meines Erachtens. So, hier seht ihr, hier bin ich schon wieder bei der Kurve auf der anderen Seite des Parcours. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie das so ausschaut, so ein kompletter Parcours. Das ist übrigens das Training, sagte uns der Philipp, welches er auch mit der Polizei macht. Und zwar genau dieses 3 Stunden Intensivtraining. Also er meinte, wir können jetzt natürlich bei der Polizei anfangen zu arbeiten. Ja, blöderweise habe ich schon einen Job, sonst würde ich das natürlich sofort machen. Ich bin mir sicher, die warten genau auf mich da. Stellt euch vor, bei der Motorradpolizei zu arbeiten. Also wenn ich jünger wäre und ich wäre früher so auf dieses Hobby gekommen mit Motorradfahren oder besser gesagt auf diese Leidenschaft. Wer weiß, vielleicht wäre das was geworden. Keine Ahnung. Es hat mir auf jeden Fall tierisch Spaß gemacht. Und mit der Zeit bin ich immer, immer sicherer geworden und konnte auch immer ein bisschen schneller durch diese Hindernisse fahren. Und ich kann es echt nur jedem empfehlen, das auch zu machen. Also ich denke, ich werde das jetzt jedes Jahr mal zum Saisonstart sowas machen. Habe ich zumindest mal vor. So, und hier seht ihr nun aus der Perspektive von Gabi. Sie ist da auf mich zugefahren, als ich gerade da hinten so die Achter geübt habe. Mich hat da der Co-Instructor dann rausgeholt und den ein oder anderen Tipp noch gegeben. Und ja, habe es dann versucht umzusetzen und zu fahren. Ein bisschen später, ihr seht da, es ist noch ein bisschen holprig, das Ganze war ziemlich am Anfang. Ein bisschen später ist dann noch der Hauptinstruktor, der Philipp, dazugekommen. Und der hat dann nochmal weitere Tipps gegeben, eben dass ich nicht unbedingt gleich... Oh, da krabbelt irgendwas über den Bildschirm. Aha. Ja, dass ich nicht gleich so viel schon mit dem Hintern hin und her springen soll, sondern eher eben, wie vorhin schon gesagt, das Gas ruhig halten, nur durchdrücken. Also das war schon ganz toll. Da haben sich gerade beide so um mich bemüht und mich korrigiert. Und das ist einfach pures Gold wert, weil manche sind halt Naturtalente, die schwingen sich da durch, fahren vielleicht auch schon ewig. Ich muss diese Dinge einfach lernen und verinnerlichen. Ein ganz, ganz kleiner Vorteil von mir könnte eventuell sein, dass ich einfach sehr lange getanzt habe, Tanzausbildung machte und dass ich Dinge relativ gut mit meinem Körper dann auch irgendwann mal umsetzen kann. Ihr habt es vorhin gesehen, da wäre ich fast gekippt. Ja,
Das ist also die Aufnahme von meinem Achter noch relativ unbeholfen. Leider fährt die Gabi dann da schon wieder weg, weil nachher ist mir noch viel besser gelaufen. Jetzt werdet ihr sagen, das kann natürlich jeder behaupten, aber es ist wirklich so, es war danach noch besser. Aber okay, ist ja egal. Hauptsache, ich habe für mich was gelernt und mitgenommen und kann es nur empfehlen. Dafür blende ich euch noch ein schönes Foto von mir ein während dem Achterfahren, weil ich immer noch furchtbar stolz drauf bin. Ja, wir haben da natürlich jeder so ein Funkgerät bekommen, dass wir seine Anweisungen hören. An einer coolen Polizeikette mussten wir leider wieder abgeben. Hätte ich jetzt gerne behalten. Aber ja, und hier war ich schon ein bisschen nervös, weil jetzt kamen die Bremsübungen. Und zwar so richtig voll in die Klötze gehen. Und ihr wisst ja, ich hatte davor die Kawasaki EN500 ohne ABS. Ich bin Gott sei Dank nie wirklich in eine Situation gekommen, wo ich da eine Vollbremsung machen musste. Und die einzigen Vollbremsungen, die ich machte, war davor, 2020, als ich den Führerschein machte, mit einem Motorrad, welches natürlich ABS hatte. Das war dort, interessanterweise war das dort auch meine kleine Angst und Herausforderungsübung. Also ich hatte da immer so Hemmungen, da ganz reinzusteigen, weil ich so in meinem Kopf noch hatte, boah, wenn du das machst, dann fliegst du irgendwie über die Lenkstange weg. Ist natürlich überhaupt nicht so bei ABS. Ja, und jetzt kam es dann, hier warten schon die Mädels und der Co-Instructor und der Philipp auf dem Motorrad. Jetzt kam es dann, dass ich da mit meiner Donna, mit meiner V-Strom diese Vollbremsübungen mache. Okay. Hier hat uns dann der Philipp mal vorgezeigt, wie das geht, wenn er da anfährt. Wir sollten zunächst mal ungefähr mit einem 50er Gas geben. Und dann hat er beim ersten Mal gezeigt, wie das ausschaut, wenn er dann mit Fuß und Handbremse, Fuß- und Handbremse, also Vorder- und Rückbremse, voll in die Klötze geht. Ich konnte gar nicht so schnell nachschwenken mit der Kamera, dann ist er schon gestanden. Also ziemlich geil. Er hat es dann nochmal gemacht mit nur Fußbremse, was natürlich fatal ist. Wir dachten schon, er fährt in den Zaun rein. Das hat praktisch null Bremswirkung, ganz, ganz gering. Und dann nur mit der Handbremse. Die hat natürlich sehr viel Bremswirkung. Das hat er uns hier ausgiebig erläutert. Ja, und jetzt ist es soweit. Ich stehe da hinten beim Ausgangspunkt. Vor mir ist noch die Sabine mit ihrer Triumph. Und ja, das war schon, dass ich mir dachte, mal sehen, ob ich das jetzt mache. Und da habe ich so ein bisschen der Sabine zugeschaut und ihr hört das jetzt nicht, weil eben die Aufnahme leider nicht funktioniert hat. Ich habe mir dann eingeredet, Evelyn, komm schon, du kannst das, ändere dein Mindset. Das ist Safety, das funktioniert, vertraue deinem Motorrad. Ich bin also losgeschossen und habe dann viel zu früh gebremst, weil ich so nervös war. Das war so mein erster Versuch, aber schon mal ein langsames Hintasten. Und ja, da war ich schon gar nicht so unglücklich darüber, wie das funktioniert hat. So, und hier stehe ich dann wieder am Start und bin schon ein bisschen sicherer geworden. Ein bisschen mehr Gas gegeben habe ich auch. Und Bremsung, jawohl, wieder ein bisschen zu früh, aber das hat schon viel, viel besser funktioniert. Man arbeitet sicher dran an das Thema. So, und jetzt hier Versuch Nummer 3 und ich bin so happy, weil das nämlich super funktioniert hat. Alles richtig gemacht, immer nach vorne geschaut, voll in die Bremsen gegangen. Es hat sogar hinten geknattert in der Bremse, linker Fuß runtergetan, rechter Fuß bleibt oben. Yeah, ich habe es geschafft, ich habe endlich meine Angstübung überwunden und war stolz wie ein Pfau. Also das hat richtig Spaß gemacht. So, meine Lieben, das war's von heute, von 3 Stunden intensiv Fahrsicherheitstraining mit der Firma MFT, Motorradfahrtechnik. Die sind in Vorarlberg, da ist ein Instructor, der ist super, der ist bei der Polizei, der ist wirklich grandios. Und ein zweiter Co-Instructor noch dabei, der einem auch zwischendrin immer wieder Tipps zuwirft. Also ich fand das super, mir hat das unglaublich viel gebracht. Kann ich nur jedem empfehlen. Das war jetzt wirklich das Intensivtraining. Er sagte, das müssen zum Beispiel auch die Polizisten machen, wenn sie dann anfangen. Also es waren 3 Stunden Hardcore, also sind die echten Finger teilweise eingeschlafen. Man darf natürlich auch raus und eine Pause machen und die Finger mal entspannen. Aber ja, absolut geil. Also
bin begeistert und ich glaube, alle Ladybiker sind damit begeistert. Danke euch fürs Begleiten. Danke fürs Begleiten und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen und ihr seid motiviert, sowas zu machen. Es ist für unser aller Sicherheit und auch für Fahrspaß. Ich glaube, ich werde mich dieses Jahr trauen, das Stiefsee hochzufahren. Tschüss!